So, dann herzlich willkommen zu unserer neuen Serie. Ich bin Rektalin. Ihr schaut unser Mass Effect Special Edition Let's Play auf Replay Games for You. Wir spielen den Klassiker Mass Effect 3 auf Rollenspiel mit einem Male Shepard. Weil ich es vorher auch mal mit einem Male Shepard gespielt habe auf PC 1 und 2. Standard lassen wir beim Aussehen. Und ich habe mir vorgenommen, wir nehmen mal den Wächter. Weil ich das noch nie... Ne, wir machen Experte, so rum. Erzähl ich einen Quatsch, wir nehmen Experte. Ich habe nämlich noch nie Biotiker gespielt. So, wir sind Raumfahrer. Einziger Überlebender. Und gucken uns das Comic an. Weil ich doch gerne die Entscheidung aus Teil 1 und 2 beibehalten möchte. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, seit ich von meinen Pflichten entbunden wurde. Seltsam, wie Jahre des Lebens in einem Augenblick einfach verschwinden können. Dann ist Zeit plötzlich das Einzige, was man noch hat. Zeit, um über das Geschehene nachzudenken. Kaum zu glauben, dass das alles erst vor ein paar Jahren begonnen hat. Wir waren auf einem Testflug mit der Normandy, Captain Andersons neuem Schiff, als der Notruf hereinkam. Eine Allianzpatrouille auf Eden Prime war angegriffen worden. Sie hatten etwas gesehen, für das sie keine Erklärung hatten. Und was es auch war, es war groß. Ich landete auf dem Planeten mit meinem Lieutenant, Kaidan Alenko. Ein guter Junge, loyal, macht alles nach Vorschrift, biotisch begabt. Wir fanden die einzige Überlebende der Patrouille, Gunnery Chief Ashley Williams. Eine Soldatin bis ins Mark, knallhart, diszipliniert. Bereit, gegen alles vorzugehen, was sich ihr in den Weg stellte. Ashley schloss sich uns an und brachte uns zu der Stelle, wo sie ihren Trupp verloren hatte. Und dann sahen wir es. Das Schiff. Mir war so etwas noch nie untergekommen. Es war gewaltig und verbrannte die Erde, als es wegflog. Wir folgten dem Pfad der Zerstörung bis zu einem Artefakt, einem Sender, den eine längst untergegangene Spezies zurückgelassen hatte, die sich Proteaner nannte. Die Kolonie hat ihn ausgegraben und der Angreifer, wer es auch war, hatte versucht, ihn an sich zu nehmen. Chief Williams machte den Fehler, zu nahe heranzugehen. Der Sender beschoss sie mit irgendeiner Form von Energie. Ich packte sie und stieß sie beiseite. Und dann traf es mich. Mit voller Wucht. Jeder Muskel in meinem Körper verkrampfte sich. Und dann sah ich etwas. Eine Vision. Ein Traum. Ein Albtraum. Als ich wieder zu mir kam, waren wir schon auf halbem Weg zur Citadel, wo wir vor den Rat treten sollten. Man erwartete von mir, dass ich erzählte, was ich gesehen hatte. Anderson begleitete mich. Und Udina auch. Er war unser politischer Vertreter auf der Citadel. Mit diesen beiden Schwergewichten hielten wir es für möglich, den Rat davon zu überzeugen, dass das Schiff, das wir gesehen hatten, eine potenzielle Bedrohung darstellte. Genau wie derjenige, der hinter den Angriffen steckte. Der Hauptverdächtige des Massakers auf Eden Prime war ein turianischer Spectre namens Saren. Er war von einem der Überlebenden der Kolonie auf Eden Prime gesehen worden und es gab Hinweise, die nahelegten, dass es eine Verbindung zwischen dem Schiff und Saren gab. Aber selbst Udinas pointiert vorgebrachte Argumente reichten nicht aus, um den Rat zu überzeugen. Sie konnten einfach nicht glauben, dass ein Spectre, einer ihrer auserwählten Elite, für so etwas verantwortlich sein konnte. Sie brauchten Beweise. Und das bedeutete, ich brauchte Beweise. Zum Glück war ich bei meiner Suche nicht allein. Garrus, ein anderer Turianer, wollte mir helfen.
Er war ein Top-Agent des Citadel-Sicherheitsdienstes und erzählte mir, trotz der Order seiner Vorgesetzten, sich nicht einzumischen, dass er Saren verdächtigte und einige vielversprechende Spuren hatte. Und was noch wichtiger war, er wollte sie mit mir teilen. Das brachte uns zu Rex, den größten und am gefährlichsten aussehenden proganischen Kopfgeldjäger, den ich je gesehen hatte. Es stellte sich heraus, dass er weit mehr war als bloß ein brutaler Kerl. Seine Informationen führten uns zu einem Flüchtling mit Beweisen, die Saren belasteten. Der Flüchtling erwies sich als eine quirlige kleine Quarianerin namens Tali. Sie war eine Tech-Expertin und begnadete Hackerin und hatte Informationen über Saren beschafft. Beweise dafür, dass Saren in die Sache verwickelt war. Talis Material bewies, dass Saren für das Massaker auf Eden Prime verantwortlich war und dass das gewaltige Schiff, das wir gesehen hatten, Sarens Flaggschiff war. Aber das war noch längst nicht alles. Saren versuchte, eine Spezies von intelligenten Maschinen aus dem Orkusnebel zurückzuholen. Diese Reaper hatten vermutlich vor 50.000 Jahren alles Leben ausgelöscht. Einschließlich der Proteaner. Das erklärte auch, warum Saren den Sender wollte. Und es brachte Sinn in einige Teile meiner Vision. Aber nicht viel mehr. Wir konnten den Rat nicht davon überzeugen, dass die Reaper eine Bedrohung darstellten. Aber immerhin stimmte er zu, dass Saren aufgehalten werden musste. Sie entzogen ihm seinen Spectre-Status und erwiesen mir die Ehre, der erste menschliche Spectre zu werden. Meine erste Aufgabe, Saren zur Strecke bringen. Anderson beschloss, zurückzubleiben und gab sein Schiff auf, die Normandy. Er sagte, ich würde es nötiger brauchen als er. Außerdem gab er mir einen Hinweis. Liara, eine Proteaner-Expertin, biotisch begabt und, was wahrscheinlich am wichtigsten war, die Tochter von Benicia, Sarens obersten Lieutenant. Und wie die meisten Nassari ebenso schön wie intelligent. Liara war in der Lage, einige Teile der Vision zu deuten, die der Sender mich hatte sehen lassen. Nichts Konkretes, aber es gab uns einige Anhaltspunkte und eine höhere Wertschätzung der Asari. Ihre Methode, auf meine Vision zuzugreifen, war überraschend. Aber alles andere als unangenehm. Ashley war wegen meiner Verbindung zu Liara ein wenig besorgt. Als Commander war mir klar, dass beide Beziehungen das Potenzial bargen, die Mission zu stören. So, dann entscheiden wir uns für Ash. Ich sagte Ash, dass ich nicht an Liara interessiert sei. Ich hätte jemand anderen im Auge. Aber wir waren uns einig, dass unsere Mission, Saren zu finden, nicht darunter leiden durfte. Dank Liaras Hilfe hatten wir auch gleich unsere nächste Spur. Sie ging mit uns auf die Suche nach ihrer Mutter Benicia. Saren hatte diese nach Noveria gebracht, einen Eisplaneten, der mehreren Unternehmen gehörte und von diesen betrieben wurde, außerhalb des Gesetzes. Saren hatte die Königin einer gefährlichen Spezies von insektenähnlichen Kreaturen, den Rachni, versklavt. Er hatte Liaras Mutter Benicia befohlen, mit derselben Technik wie Liara bei mir, Informationen von der Rachni-Königin zu beschaffen. Die Drohnen der Königin waren überall und sie waren alles andere als freundlich. Wir mussten uns durch hunderte von ihnen kämpfen, bis wir zu Benicia gelangten. Als wir ankamen, war Saren schon fort mit der Information. Ich versuchte, Benicia zur Vernunft zu bringen, aber Saren hatte sie indoktriniert. Er hatte irgendwie die Fähigkeit erlangt, die Handlungen und den Willen anderer zu kontrollieren. Benicia ergab sich nicht und Liara musste zusehen, wie ihre Mutter in ihren Armen starb. Und ich musste mich um eine wütende, gefährliche Rachni-Königin kümmern. Sie behauptete, ihr Volk würde friedlich bleiben, wenn ich sie freiließe. Aber die Rachni hatten die Galaxie schon einmal terrorisiert. Ja, die lassen wir frei, würde ich sagen.
Ich konnte es nicht. Ich konnte keine ganze Spezies für die Sünden der Vergangenheit in den Untergang schicken. Und die Königin hielt ihr Wort. Sie zog ab, mitsamt ihrer Armee von Drohnen. Sarens oberster Lieutenant war tot. Ihm lief also die Zeit davon und die Verstecke gingen ihm auch langsam aus. Ich folgte seiner Spur bis zu seiner Basis auf Würmeier. Aber schon bald fanden wir heraus, dass es sich dabei um weit mehr als nur seine Operationsbasis handelte. Es war eine Zuchtstätte. Saren züchtete eine Kroganer-Armee. Er hatte ein Heilmittel für die Genophage gefunden, eine Krankheit, mit der die Kroganer infiziert worden waren, um zu verhindern, dass sie sich fortpflanzten und die Galaxie übernahmen. Aber die Kroganer, die Saren züchtete, waren Sklaven. Hirnlose Bestien, die Saren bedingungslos gehorchten. Ich musste die Basis und all ihre Forschungsergebnisse vernichten. Rex war dagegen. Strikt. Rex wollte das genophage Heilmittel für sein Volk. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, mir bei der Zerstörung zu helfen, da diese Kroganer nicht echt wären. Aber er ging nicht darauf ein. Den retten wir, Kroganer sind's Beste. Zum Glück ist Rex klüger, als er aussieht. Er erkannte, dass er seinem Volk so nicht wirklich helfen konnte und dass Saren die eigentliche Bedrohung war. Als wir schließlich ins Zentrum der Basis vorgedrungen waren, wurde mir klar, wie nah Saren dem Ziel seines Plans bereits war. Er stand bereits in Kontakt mit einem Reaper, der Sovereign. Dem Schiff, von dem wir alle angenommen hatten, es sei wirklich nur ein Schiff. Es sprach zu mir. Ich spürte die Bedrohung, die es für jedes Lebewesen darstellte. Mir war nur nicht klar, weshalb Saren ihm folgte. Und es blieb auch kaum Zeit, darüber nachzudenken. Die Sovereign wusste, wo wir waren. Wir mussten umgehend die Basis zerstören und fliehen. Ich teilte mein Team in zwei Gruppen auf und schickte eine mit Ash und die andere als Ablenkung mit Kaidan los. Wir hatten eine Nuklearbombe und wollten sie auch benutzen. Aber bevor wir sie zünden konnten, tauchte Saren auf. Es kam zum Kampf. Ich hielt ihn auf, um meinem Team Zeit zu verschaffen. Und im Gespräch erkannte ich die Wahrheit. Es war gar nicht Saren, der alle indoktrinierte. Es war die Sovereign, der Reaper. Und Saren steckte tiefer drin als alle anderen. Er wollte mich davon überzeugen, dass er noch die Kontrolle habe. Er sagte, er habe einen Weg gefunden, den Einfluss des Reaper zu reduzieren. Aber entweder belog er sich damit selbst, oder er glaubte die Lügen, die die Sovereign ihm erzählte. Bevor ich ihn überreden konnte, aufzugeben, floh er. Ich hatte nur noch Sekunden, um mein Team rauszubringen. Ich versuchte es. Aber ich war nicht schnell genug. Ich konnte nur einen Teil retten. Ja, wir retten natürlich die, mit der wir rumgemacht haben. Kaidan war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Soldat. Aber ich musste eine Wahl treffen. Und